Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Ja, die Kritik an dem Kommissionsvorschlag ist jetzt hier schon breit erörtert worden. Wir Piraten sehen das auch äußerst kritisch. Da trennt uns nichts. Wir wollen auch nicht, dass eine weitere Flut von Briefkastenfirmen in Europa entsteht, mit der dann deutsches Mitbestimmungsrecht und sehr gut zu begründende Arbeitnehmerschutzrechte ausgehöhlt werden und dann auch möglicherweise weitere Steuerfluchtmöglichkeiten geschaffen werden. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und Kollege Möbius hat es aber auch schon erwähnt, der Bundestag hat sich damit schon auseinandergesetzt und parteiübergreifend ja auch die Mängel benannt. In einem Punkt möchte ich aber dem Kollegen Möbius widersprechen, nämlich die Frage, ob wir uns hier mit diesem Thema beschäftigen dürfen oder sollen. Ich bin schon dafür, dass wir in einem föderalen Staat unsere Verantwortung wahrnehmen, die uns der Lissabon-Vertrag gibt. Dafür haben wir das Subsidiaritätsverfahren, und da können auch die Länder ihre Belange geltend machen, und da könnten auch wir die Stimme erheben. Der Punkt ist aber jetzt an dieser Stelle, und jetzt wird es aus meiner Sicht eben spannend oder für Sie auch unangenehm, der Punkt, wo wir uns wirkungsvoll einmischen konnten, ist verpasst worden. Ja, wir befinden uns in einem sehr späten Stadium des Gesetzgebungsprozesses, und wir hätten eben im letzten Jahr unsere Bedenken äußern müssen. Und da hätte auch dann die Landesregierung in erster Linie aktiv sein müssen und sich melden und davor warnen. Da ist was auf dem Gesetzgebungswege, das passt uns nicht, und dann die Debatte anstoßen. Das ist leider unterblieben. Das ist ein Versäumnis der Landesregierung. So. Und mit diesem Antrag versuchen Sie jetzt vielleicht, dieses Versäumnis aus der Welt zu schaffen. Aber wie das im Leben nun mal so ist zu spät. Und insofern ist dann auch die Kritik vom Herrn Möbius auch irgendwo berechtigt. Ja? Ich würde dafür plädieren, dass wir in den europapolitischen Angelegenheiten auch aus Landessicht aufmerksamer in Zukunft agieren und frühzeitiger unsere Interessen wahrnehmen. Noch eine Randbemerkung zum Schluss. Wir sehen jetzt auch hier, dass es von der Kommission oder auf europäischer Ebene immer wieder Bestrebungen gibt, zu harmonisieren, da wo es, naja, sagen wir mal, Kapitalinteressen besonders dienlich ist. Ich würde mir mal wünschen, dass die Energie, dass die in Harmonisierungsbestrebungen bei Gesellschaftsrecht gesteckt wird, würde einmal auch investiert in sozialen Belangen, wie zum Beispiel einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Da heißt es dann wieder, oh, das ist aber ganz, ganz kompliziert, und da sind aber so viele unterschiedliche Rechtsrahmen unter einen Hut zu bringen, das ist ganz, ganz schwierig. Komischerweise, also europäisches Gesellschaftsrecht ist jetzt nun auch nicht unterkomplex. Da ist man aber sehr viel engagierter. Ich frage nicht, ob das vielleicht auch einen Systemfehler darstellt und das auch dazu führt, dass immer mehr Europa-Müdigkeit bei den Bürgern herrscht. Helfen Sie mit, dass da vielleicht mal eine Prioritätenverschiebung mehr stattfindet, mehr für die Menschen und nicht immer nur für Kapitalinteressen. Insofern, wir können dem Antrag nicht zustimmen und werden uns auch enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank.